Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Feingeister, zurück in unserer wunderschönen Tasting Lounge im Feingeist. Ich habe mir wieder mal einen Dirk geschnappt. Ich hatte es ja euch ja schon angedroht, dass wir Dirk jetzt vielleicht ein, zwei Mal mehr auch sehen können. Und ja, das Versprechen habe ich gehalten, hoffe ich. Dirk. Ja, schön. Hi Daniel. Ja, hallo Leute. Schön, dich vor der Kamera zu haben. Schön, wieder hier zu sein. Genau, und heute machen wir was. Da hatten wir bisher echt wenig vor der Kamera. Ja. Du meinst aus diesem Land? Aus diesem Land, ja. Mhm. Wir sind in Irland. Ja, hat auch einen relativ guten Grund, warum wir heute in Irland sind. Wir haben übernächste Woche, Sonntag am 17., den St. Patrick's Day. Und haben wir gedacht, wir nehmen uns doch mal einen Iren. Und vor allen Dingen einen Iren, der jetzt vielleicht nicht ganz im oberen Preissegment spielt, sondern so ein bisschen mehr im Einstieg unterwegs ist. Um einfach auch mal in Irland zu gucken, was kriegt man denn da für sein Geld? Ne, war so ein bisschen die Idee. Ja, und da haben wir heute den Tullamore Dew am Start, und zwar als Cider Cask Finish. Genau. Das ist eine Sonderauflage, die es nicht immer gibt. Ja, ich glaube, da wenn einmal die, im Jahr, ja, wenn die Apfel ernten. Genau. In der Tat, ja. Und ja, Tullamore Dew, warum heißt das Tullamore Dew? Nun, die Destille wurde in Tullamore gegründet und das Dew sind, glaube ich, die Initialen von dem ersten vom Gründer, oder vom Gründer sowas, ja. Daniel E. Williams. Kann aber sein, dass möglich. Ich mich da falsch erinnere. Auf jeden Fall, daher kommt der Name her. Ja, macht Sinn, weil hier steht auch D.E. Williams. Ja, das habe ich nicht gesehen. Also ich sehe es gerade hier auf der Kapsel oben. Okay, ich halt bei unseren stundenlangen Recherchen bin ich darauf gekommen, dann steht es auf der Flasche. Also, okay, hätte ich einfacher haben können. Ja, auch eine der tatsächlich Brennereien, kann man ja mittlerweile wieder sagen, in Irland, die selbst brennen. Die waren ja, ich glaube, 60 Jahre geschlossen, ziemlich genau. So ist es, ja. Und dann 2014 wieder eröffnet. Das heißt, seither, also 14, 15, 16, 17, also wahrscheinlich so seit 2017, 2018 dann auch wieder mit eigenem Spirit unterwegs. Und du hattest rausgefunden, wo sie vorher die Sachen bezogen hatten. Ach so, ja, in den 60 Jahren haben sie bei Middleton brennen lassen. Dann gibt es ja nur eine Handvoll in Irland, wo industriemäßig die Mengen dann auch. Aber ist auch eine alte Marke in Irland und hast du, glaube ich, auch gesagt, nach Jameson der zweitmeistverkaufte. Genau, von der Menge her, was einfach Whisky produziert und verkauft wird. Ja, genau. Der zweitmeist, ich meine, klar, ne, die spielen im Einstiegsbereich absolut im gleichen Preissegment und beide Marken haben natürlich nach oben hin auch teurere, ältere, ausgefallene Sachen immer wieder mit drin. Aber ansonsten denke ich, ist es tatsächlich auch zwei vergleichbare Marken, weil sie gerade im Einstiegssegment ein ähnliches Sortiment bedienen irgendwo. Ja, ja, da gibt es sogar bei den speziellen Abfüllungen auch Ähnlichkeiten. Absolut. Genau. Gut. Und ansonsten haben wir hier klassisch irisch dreifach destilliert. Genau. Ja. Ist ein Blend. Ein Blend. Auch relativ typisch für Irland. Mhm. Also sprich Pot Still, Malt und Grain. Ist zumindest das, was sie angeben. Und du hast es entdeckt. Ich dachte erst, okay, das war einfach nur Ex-Bourbon gereift und dann Cider Cask Finish. Aber du hast hier was auf der Flasche noch entdeckt. Ja, ja, also die Reifen tatsächlich, das ist zu klein zu lesen, aber ich habe es schon mal nachgeguckt. Genau. Ex-Bourbon und Oloroso Cask. Ja. Also die sind auf jeden Fall dabei. Und dann gibt es halt eben das Finish, wo sie, die Sage sagt, ein Apfelschaumwein, also Cider, in Ex-Bourbon Casks gelagert haben. Und diese Fässer werden dann für das Finish benutzt. Genau, und wir sehen auch hier, ne, Verschlusskapsel drüber, Schraubverschluss drunter, aber ich sag mal, in dem Preisbereich, wir sind hier unter 20 Euro fürs Fläschchen, üblich, typisch, normal. Ja, was soll man noch, 40% Volumen, das Ding ist gefärbt und wohl auch kühl gefiltert. Ne? Genau. Also gefärbt definitiv, weil das steht auch auf der Flasche mit drauf. Kühl gefiltert ist in dem Bereich sehr wahrscheinlich einfach. Also das ist auch verschiedene Quellen sagen nichts dazu, andere Quellen sagen, er ist kühl gefiltert, aber er ist schon extrem klar und also ich gehe stark davon aus, dass er kühl gefiltert ist entsprechend. Okay. Genau, die Ciderfässer hast du ja schon gesagt, ne, ist ein Ex-Bourbon mit Wein, Apfelwein, Apfelschaumwein, also Cider gesiesend und gefinished. Ja, ich glaube, so technische Daten haben wir durch. Ich meine, über die Farbe können wir kurz was sagen, auch wenn die wenig Aussagekraft hat, weil gefärbt. Farbe hat er. Genau, ja, ist halt ein Gold, ne?
Ja, aber bei gefärbten Whisky genau. Sage ich eigentlich nicht viel zur Farbe. Ich riech schon mal. Jo. Ah, der hat tatsächlich einen Apfel in der Nase. Mhm. Leichter Eichenwürze würde ich auch noch ihm nachreden wollen. Ja, einfach. Einfach recht angenehm. Leichte, fruchtige Säure. Ja, genau. Das, was ja. man, Apfel merkt man dann schon. Na gut, man weiß es natürlich auch. Also ein bisschen ja, sauer, fruchtig auf genau. jeden Fall. Dazu Malz, würde ich sagen. Gehe ich mit, ja. Und ja, war es im Großen. Ja, das war's. Aber das ist ja das, was ich meine. Wir waren jetzt, wir haben geguckt, ne, oder wir wollten ja rausfinden, was kriegt man hier für sein Geld im Einstiegsbereich. Und da darf ich jetzt natürlich keinen sonderkomplexen irgendwas erwarten. Aber erstmal das, was ich rieche, finde ich nicht schlecht. Ja, ist für sich also erstmal sauber, echt. Ja. Angenehme Nase. Ja. Keine Beschwerden soweit. Und halt auch wirklich typisch irisch, ja, dieses eher leichte und eher helle. Ne, dieses hellfruchtige, leicht malzige, mal eine Apfel, eine Birne dabei, sowas. Zitrusnoten wären auch typisch noch. Aber ich sage ja, ist doch recht typisch irisch. Mhm. Komisch. Okay. Nee, aber ich kann ihm auch nichts mehr entlocken sonst. Nun gut, dann. Hast du irgendwas, fällt mir gerade ein, rausgefunden bei deiner Recherche, weil ich nicht? Zum Thema Alter, gibt es da irgendwelche Vermutungen, Informationen? Nee, habe ich gar nichts gesehen. Okay. Nee. Das ist mir gerade so eingefallen, weil ich habe nichts gefunden. Ja, wollen wir es wagen? Ja, wir probieren mal. Also dann zum Wohl. Zum Wohl. Euch auch. Der überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, inwiefern? Der hat hier auch wieder so eine malzige Note, ja. Mhm. Der hat aber tatsächlich auch für mich ein bisschen Holz. Und der ist ein Ticken kräftiger im Antritt, als ich es jetzt erstmal vermutet oder erwartet hätte. Mhm. Also ich finde also er ist voller und intensiver, als ich jetzt, also als auch die Nase es hat andeuten lassen. Und als ich es vermutet hätte, ne, mit einem Iren im Einstiegspreisbereich 40 Volumenprozent. Und jetzt nicht falsch verstehen, nicht im negativen Sinn. Also für mich war das jetzt eher positive Überraschung. Mhm. Also ich finde auch, er wirkt ein bisschen stärker. Man hat natürlich auch beim Iren automatisch so ein bisschen die Erwartung mild, obwohl da gibt es ja inzwischen ganz andere Sachen, alles, die überhaupt nicht mild sind. Aber gut, ja auch bei den Eckdaten denkt man, okay, das ist jetzt ein mildes, fruchtiges Ding. Nö, der ist eigentlich, der hat eine gewisse kräftige Note. Ja, auf jeden Fall. Also für 40% absolut ordentlich. Holz kommt und ich finde, diese Sauerfruchtigkeit geht ein bisschen in den Hintergrund. Die geht ein bisschen zurück hinter hinter das malzig-süße. Genau, Malz und den Holzeinfluss. Ja. Das ist eigentlich ganz nett. Der ist echt nicht schlecht und vor allem muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, für den Preis liefert er ab. Ja. Also echt. Mhm. Keine Einwände. Bin da echt überrascht jetzt so ein bisschen. Also nicht, dass ich vermutet habe, dass ich jetzt hier einen katastrophal schlechten Whisky im Glas habe. Mhm. Aber wie du gesagt hast, von den Eckdaten her und das, was er ist, bin ich von weniger ausgegangen. Ja. Nee, dafür macht er das gut. Mhm. Und er hat auch, ist jetzt nicht der öligste Whisky aller Zeiten, aber er hat auch eine gewisse angenehme Textur im Mund gehabt für mich. Also schöner irischer Whisky. Auf jeden Fall. Nicht zu flach, hat wirklich einiges zu bieten. Jetzt beim zweiten habe ich noch so ein bisschen sowas, dieses Shortbread, buttrig, gebäckmäßig, irgendwie so einen leichten Teigigen. Ich bin noch beim Malz. Naja, das hat er definitiv. Das steht auch im Vordergrund. Mhm. Und wenn ihr so auf Ebelsche steht, ne? Ja. Also ist ein bisschen mehr in der Nase als dann am Gaumen oder im Finish, finde ich. Aber es ist spürbar und gibt dem nochmal so eine kleine interessante Note mit. Auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, für 20 Euro bekommt man hier was Ordentliches geboten. Auf jeden Fall. Also das ist Respekt. Also echt Hut ab. Ja. Der macht Spaß, der ist schön. Kann man empfehlen, ne?
Ja, auf jetzt jeden für Fall. St. Patrick's Day, ja, noch ein bisschen eindecken. Genau. Ihr kriegt natürlich auch nochmal die Links zur Flasche und so weiter, alles unter das Video. Ich werde auch so das Ganze nochmal ein bisschen schriftlich festhalten, ne, für uns im Blog und das auch nochmal veröffentlichen. Aber wie gesagt, der ist, ja, kann man auf jeden Fall machen. Definitiv, ja. Ja, der gefällt mir nicht schlecht. Ich glaube, das war auch das, was ich dazu sagen würde. Ja, ja, sicher. Wie gesagt, absolut solider Whisky. Ja, jetzt gibt es jetzt nicht so viel mehr. Das, was er anbietet, ist schön. Ja, ne, also einfach, ich meine, er ist einfach, ja klar, aber. Feines Ding, soweit. Ja. Nee, bin auch positiv überrascht, kann man sagen. Ja, dann lasst uns gerne, wie immer, wissen. Meine, den gibt es ja schon länger. Talamadju ist auch kein Unbekannter. Vielleicht habt ihr schon mal noch eine andere Abfüllung. Die haben ja noch mehr als nur ihren Original oder nee, wie heißt der? The Legendary, glaube ich, der Standard. Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwie sowas. Ja. Ne? Die haben ja noch ganz viele andere Abfüllungen. Hab bestimmt schon mal was im Glas gehabt. Ja, das ist interessant. Also im Vergleich zum normalen finde ich den durchaus spannender, ja. 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 Ich meine, der Preis ist der gleiche. Der normale ist natürlich 0,7. Hier haben wir 0,5. Mhm. Aber gut. Und auch nicht ganz so weich und brav. Nee, ein bisschen mehr Charakter, ja. Also vielleicht, wenn ihr Bock habt, probiert den mal. Genau, und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Ja, und wie immer, Daumen hoch macht auch Spaß. Ja. Also der kriegt von mir schon mal einen Daumen hoch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, genau, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Wir wünschen euch dann natürlich noch eine schöne Woche. Und einen schönen St. Patrick's Day, was immer ihr da auch macht. Ein bisschen feiern. Ne? Genau, mit einem schönen Whisky. Ja. Ja, und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao. Ciao.